Denn ein gutes Geschäft, ein gutes Projekt ist etwas, wo man Freude hat, wo etwas entsteht. Und zwar für beide Seiten, für alle Seiten. Es gibt so Kunden oder Geschäftspartner, da weiß man es schon ganz am Anfang. Das wird einfach nichts. Und manchmal blendet man sich und sagt, hey, das wird genial, das wird super. Manchmal baut man eine riesengroße Illusion. Wie erkennt man ganz am Anfang, ob etwas, ein Geschäft, ein Projekt mit einem Kunden, ob das was wird? Schau immer ganz genau hin. Fließt es oder fließt es nicht? Geht es leicht? Ist es eine Interaktion, eine gemeinsame? Oder gibst du die ganze Zeit? Bist du die ganze Zeit gefordert, noch etwas zu geben? Und dies noch und jenes noch und das auch noch und dein Preis, ja genau, der ist noch zu hoch, den müssen wir noch senken. Nein, so viel will ich gar nicht ausgeben, aber ich möchte halt noch die Leistung und kannst du uns vorher noch diese Präsentation und jene und das auch noch. Und immer bist es du, der geben sollte, der geben muss. Sowas fließt nicht, sowas ist einseitig, komplett einseitig. Und wenn du dich erinnerst, solche Geschäfte sind noch nie was geworden. Die waren noch nie genial. Das war immer am Anfang ein Riesenaufwand von einer Seite, in dem Fall von dir. Ich habe das auch schon oft erlebt. Und dann wurde es doch nichts. Wir haben geglaubt, ja, das wird dann schon. Nein, es wird nicht besser. Wenn es am Anfang, so wie es am Anfang beginnt, kompliziert oder einfach, so bleibt es meistens auch. Oder wenn wir ein Projekt starten, wo wir merken, wow, das geht so zäh. Das ist so verkopft und so verkrampft, das wird einfach nichts, das fließt einfach nicht. Bei solchen Dingen am besten ganz am Anfang hinschauen, erkennen und sagen, hey, wenn es so anfängt, entweder nochmal warten oder komplett lassen. Denn ein gutes Geschäft, ein gutes Projekt ist etwas, wo man Freude hat, wo etwas entsteht. Und zwar für beide Seiten, für alle Seiten, wo echt ein Spirit entsteht, das ist etwas, das man anstreben kann. Und genau solche Projekte und solche Kunden gibt es. Schau dich um, aber mach hier keine faulen Kompromisse. Wenn es einseitig wird, schau hin. Schau ganz genau hin und achte darauf, dass du nicht der bist, der die ganze Zeit verliert.